Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und zu Cats Tooltips. In meinem heutigen Video wird sich alles um meine Lieblingsschneidebretter, Schneidemaschinen, Papierschneider, was auch immer drehen. Und wenn du wissen willst, wie ich meine Papierschneider benutze, dann bleib dran. Das zeige ich dir heute. Hier sind alle meine Papierschneider auf einem Haufen auf meinem Tisch. Ich werde jetzt anfangen und dir einen Überblick geben, was die einzelnen Trimmer hier voneinander unterscheidet, was sie können, wo ihre Grenzen sind und worauf du vielleicht beim Kauf achten solltest, wenn du deine Gewohnheiten nochmal unter die Lupe nimmst. Und ich hoffe, am Ende des Videos hast du genug Informationen, um zu wissen, das kommt für mich in Frage, das vielleicht eher nicht so. Und du weißt, wofür man hier was genau benutzen kann. Und wir legen jetzt sofort los mit dem ersten Papierschneider. Darf ich vorstellen, mein allererstes Falz- und Schneidebrett, was ich je besessen habe. Ich habe das damals von Stampin' Up gekauft, das ist aber schon eine ganze Weile her. Und dieses Brett, ihr seht schon, es spiegelt unheimlich, das war das erste Unangenehme daran. Aber das hat mich über Jahre begleitet. Ich zeige euch einmal, was es konnte. Wir haben hier einmal eine Einheit in Zentimetern, eine Einheit in Inch. Noch gar nichts hier in der Mitte. Das war einfach nur so eine blanke Fläche, wo ich mir selbst mit einem Permanentmarker die Zentimeterlinien gezogen habe. Und ihr seht auch schon, hier, das war einfach nur aufgedruckt. Und je häufiger man es benutzt hat, desto mehr hat es sich auch abgenutzt. Und man konnte irgendwann die Striche hier nicht mehr sehen. Ja. So, das war ein Grund, warum ich mich auch davon verabschiedet habe. Es konnte aber schon einiges, hatte hier so einen Arm, den man ausziehen konnte. Und was ich besonders mochte, hier war einmal die Marke A5, A4 und A3. A6 habe ich mir damals selbst eingezeichnet. Und man konnte hiermit auch schneiden und falzen. Das zeige ich euch einmal. Die gelbe Klinge ist zum Schneiden. Und es schneidet auch immer noch ganz gut. Was ihr aber vielleicht schon sehen könnt, diese Klinge ist nicht mehr so 100% scharf. Und deshalb fusselt das Ganze so ein bisschen aus. Seht ihr das hier? Das gibt keine schöne, klare Linie mehr, sondern man hat hier immer so ein paar Fussel. Und das passiert, wenn das Messer nicht mehr richtig scharf ist. Die Messer zeige ich euch aber gleich nochmal. Aber schneiden hat damit gut funktioniert. Ich konnte mir hier auch sehr genau schneiden. Und hier hatten wir aber schon ein Problem. Ich musste mir entweder die Schneide oder die Falzklinge hineinmachen. Beides zusammen ging nicht bis ganz nach oben. Und ich zeige euch aber auch noch einmal das Falzen. Wir falzen nur mal hier so ein Stückchen. Haben hier so eine Falzlinie. Das hat im Prinzip alles ganz gut geklappt. Aber es gab schon noch Dinge, die man verbessern konnte. Und deswegen durfte das irgendwann gehen. Und ein neues Schneidbrett ist bei mir eingezogen. Dann kam das neue Schneidbrett von Stampin' Up. Ich denke, viele von euch hatten das ebenfalls. Das hatte ganz viele Verbesserungen. Und zwar schon einmal wurde dieser Bereich hier auf der anderen Seite verbreitert. Hier konnte ich jetzt sogar ein bisschen mehr als 3 cm in diese Richtung anlegen. Ich habe ebenfalls wieder Zentimeter und Inch und nochmal in der Mitte Zentimeter und Inch und ein Karo-Muster aufgebracht, womit ich genauer arbeiten konnte. Also wenn ich jetzt 8 cm haben will,
Dann kann ich das genau hier an den Strich anlegen und auch hier sehe ich, ist mein Papier gerade, liegt es gerade an. Wunderbar, und dann kann ich 8 cm abschneiden. Natürlich, ich arbeite immer so. Ich zeige euch das jetzt nur, damit es ganz aufs Video passt, eben im Querformat. Was es nicht mehr gab, war die Einteilung in A5, A4, A6 und so weiter. Aber das konnte ich mir sehr schnell selbst einzeichnen. Wir hatten auch wieder eine Schneideklinge, eine Falzklinge. Und das war mittlerweile sogar besser gelöst. Ich kann, das ist die Falzklinge, die konnte ich nach ganz oben schieben und konnte dann trotzdem schneiden. Und auch das hier funktioniert in gleicher Weise. Einfach abschneiden und fertig. Das hier ist noch eine neue Klinge, die macht noch nicht so kleine Fressränder. Aber da sind wir auch schon beim nächsten Thema, neue Klinge. Diese Klingen haben sich einfach sehr schnell abgenutzt, besonders wenn ihr mit darkem Karton arbeitet. Ja, dann sind die ganz, ganz schnell durchgenudelt und die waren nicht günstig, diese Klingen hier. Es gab auch immer wieder mal andere Klingen, die vielleicht auch hier reingepasst haben. Aber trotzdem, die musstet ihr immer wieder nachkaufen und sogar sehr häufig. Das fand ich noch nie wirklich gut. Man konnte sie auch noch mal schärfen, indem man über Alufolie ein bisschen drüber geschnitten hat oder so Metallpapier. Trotzdem in meinen Augen nicht optimal. Ich zeige euch einmal schnell, wie ihr das Ganze benutzen könnt. Zum Beispiel, ihr möchtet eine Falzlinie haben und zwar euer Projekt soll bei 5 cm gefalzt werden. Dann legt ihr das Ganze hier bei 5 cm an, dass es genau passt. Ihr könnt euch hier an dieser Linie auch noch einmal orientieren. Klappt zu und geht mit der Falzklinge einmal rüber. Und schon habt ihr eine Falzlinie genau bei 5 cm gesetzt. Und genauso könntet ihr auch eine Schnittkante setzen. Ich gehe zum Beispiel zu 8 cm und sage, ich möchte mein Papier zuschneiden, dass es genau 8 cm groß ist. Zack. Und schon habe ich ein Stück Papier, was genau 8 cm lang ist. Was es auch hatte, dieses Schneidbrett, ist dieser Arm, den man ausziehen konnte. Ihr seht, auch hier habe ich mir meine Markierungen wieder angebracht. Und dieses Schneidbrett habe ich sehr, sehr lange benutzt und es hat sich nichts abgerieben. Das war schon mal richtig gut. Kleiner Makel an diesem Schneidbrett. Wenn ihr im Bereich zwischen 15 und 18 cm irgendwas genau schneiden wolltet. Das hat nicht so richtig gut geklappt. Das war mir immer zu ungenau und da hatte ich irgendwie das Problem, ja, das funktioniert nicht richtig. In meinen Augen könnte man hier noch nachbessern. Aber wie gesagt, das ist alles nur meine Meinung und meine Erfahrungen. Vielleicht habt ihr ganz andere gemacht. Wenn ja, dann lasst es uns doch bitte unten in den Kommentaren wissen. Mich würde total interessieren, welches Schneidbrett ihr gerne benutzt. Eine Sache, die ich euch noch mit diesem Brett hier demonstrieren wollte, ich habe immer so rumgearbeitet. Das heißt, der Ausklapparm war für mich oben links und ich habe so gearbeitet und oben angelegt. Ihr könnt das Ganze natürlich aber auch rumdrehen und nach unten arbeiten. Einen kleinen Vorteil hier nach unten zu arbeiten, den zeige ich euch nachher vor allem mit dem Hebelschneider. Wenn ihr von oben nach unten schneidet, kann euch das Papier so wegrutschen. Ihr müsst es also wirklich festhalten, was euch im Gegensatz, wenn ihr so rumarbeitet, nicht passieren kann. Also wenn ihr so schneidet, dann habt ihr das hier unten fest und es kann euch nicht wegrutschen. Natürlich steht hier jetzt für mich alles auf dem Kopf, aber das ist nicht so schlimm. Man kann auch so arbeiten. Vielleicht für die unter euch, die Linkshänder sind. Ich weiß es nicht. Lasst es mich doch mal unten in den Kommentaren wissen, warum ihr euer Schneidbrett benutzt. Auf jeden Fall. Auch das hier hatte Schneideklingen und Falzklingen. Hier unten hatte ich sogar noch mal Raum, um ein paar Sachen reinzupacken. Fand ich auch ganz gut. Habe ich aber tatsächlich so gut wie nie benutzt. Bin ich ganz ehrlich. Das hat sich sehr schnell abgenutzt. Ich zeige euch aber einmal die Klinge, damit ihr versteht, was ich meine. Ihr seht hier diese kleine Spitze. Das ist ein kleines Messer,
was in beide Richtungen schneiden kann. Aber das ist so klein, wenn man damit mal, ich sag jetzt mal, 20 Blätter geschnitten hat, dann hat die schon angefangen, sich abzunutzen, meiner Erfahrung nach. Und das war für mich einfach suboptimal und deshalb musste ein neues Schneidbrett her. Ihr habt es bestimmt schon erraten, ich habe mich dann für einen Hebelschneider entschieden und zwar den von Tonic. Tonic ist für mich so eine Firma, die benutze ich unheimlich gerne. Nein, nichts davon ist gesponsert, das ist einfach nur meine Meinung. Ich benutze das sehr gerne, weil ich die Sachen sehr gut finde. So auch diesen Schneider hier. Ihr seht, wir haben hier diesen Grid. Der ist allerdings nicht in Zentimetereinheiten, sondern immer in halben Inch-Schritten. Ja, wiederum nicht ganz so optimal, aber immerhin besser als nichts. Und der ist auch hier so eingelassen und nicht draufgedruckt. Da kann sich also nichts irgendwie wegrubbeln. Trotzdem haben wir hier Zentimeterangaben, auch hier, und Inchangaben auch noch einmal in der Mitte. Wenn man kleinere Papiere hat, finde ich ganz, ganz angenehm, dass man das nochmal anlegen kann. Ich selbst habe mir wieder eine A6 und eine A5 Markierung und auch noch eine A4 Markierung gemacht. Und der große Vorteil, den diese Hebelschneider haben, diese Klinge hier, wenn die an dieser Metallkante hier entlang schrappt, schärft sie sich immer wieder selbst. Also, man muss natürlich nicht wieder nachschärfen. Und das hier funktioniert richtig gut. Hier gibt es so kleine Halter, womit man das Papier festhalten kann. Ich zeige euch das mal. Ich halte es hier fest. Einwandfrei und ein ganz sauberer Schnitt. Das hat mich überzeugt. Darüber hinaus gibt es auch hier diesen kleinen Hebel. Der ist hier unten verstaut. Man kann übrigens auch den Griff hier abmachen. Diesen Griff hier kann man abmachen und hier verstauen. Hier ist ein Linealfuß. Den kann man hier so aufstellen, anbosseln. Und auch jetzt habe ich die Möglichkeit, eben bis zu 31,8 cm zu schneiden. Das ist doch überhaupt nicht schlecht. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen und den benutze ich auch heute noch. Was mich hieran tatsächlich gestört hat, ist, er ist groß und sperrig. Nicht schwer, weil es Plastik ist und trotzdem sehr stabil, aber so für meinen täglichen Gebrauch und das hier immer wieder abmachen und dran machen, war für mich auch nicht so die optimale Lösung. Aber das Gerät ist sehr gut und es macht genau das, was es soll. Also da kann ich mich nicht beschweren. Und gerade wenn ich große Blätter schneiden will, so Designpapier in 30x30 Bögen, benutze ich diesen Hebelschneider hier sehr, sehr gern. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsschneidegeräte. Auch das hier ist von Tonic, der kleine Schneider von Tim Holz. Der hat den riesigen Vorteil, er ist einfach ganz klein, super leicht und handlich. Auch hier haben wir einen Hebelschneider, der sich immer wieder selbst schärft. Den benutze ich mittlerweile seit mehreren Jahren. Da ist noch nie was mit passiert. Der ist super scharf. Ich zeige euch das Ganze jetzt erst einmal. Wir haben hier auch einen Grid, aber auch der ist leider nur in Inch. Das sind keine Zentimeter, sondern immer ein Viertel Inch. Für alle die, die gerne in Inch arbeiten, ist das super. Wir haben aber hier oben Zentimeter und hier unten auch Zentimeter Angaben. Ich habe mir natürlich wieder einmal A6 hier angezeichnet, A5 angezeichnet und jeweils nochmal 10 cm und 14,3 cm. Das sind die Maße, mit denen ich hauptsächlich arbeite. Deshalb ist das für mich unglaublich perfekt. Wir haben hier keinen Arm zum Ausfahren, aber im normalen Alltag arbeite ich mit Karten und Kartenauflegern.
Und mehr als diese Maße hier brauche ich nicht. Ich lege mir das an, zum Beispiel hier einmal, ich möchte 10 cm einen Kartenaufleger haben, lege es mir hier bei der 10 cm Marke an. Das hier unten ist schön gerade. Ich habe auch hier etwas, womit ich das schön festhalten kann, dass es mir nicht verrutscht. Und es schneidet einfach super gut. Und was ich euch auch noch zeigen will, wie scharf dieses Messer ist. Schaut mal hier. Also das ist wirklich so hauchdünn, was man hier schneiden kann. Und das kann man mit einem normalen Papierschneider mit Klinge nicht. Diese ganz hauchfeinen Sachen, was ich häufiger mal mache, wenn ich denke, auch von meiner Karte muss noch ein ganz winziges Stück ab, damit sie perfekt passt. Und deshalb ist das hier mein Alltagsgerät. Für mich ist es perfekt, weil es so klein und handlich ist und für 80% all dessen, was ich so mache, ausreicht. Ein weiteres Schneidbrett hat sich für mich im Alltag total bewährt, und zwar dieses hier von Fiskars. Das habe ich mir vor einer ganzen Weile zugelegt. Es hat unglaublich viele Features, die ich gerne habe, und ich zeige euch mal, was der Unterschied ist. Wir haben hier eine Rollklinge, die auf einer Metallschiene läuft. Hier ist also so eine runde Klinge drin, und ich benutze das hier schon eine ganze Weile und musste diese Klinge noch nie austauschen. Die ist immer noch scharf, die funktioniert immer noch super gut, aber es gibt auch Nachfüllklingen dafür, falls sie irgendwann mal stumpf werden sollte. Aber wie gesagt, die habe ich schon mehrere Jahre und diese Klinge noch nie ausgetauscht. Es gibt verschiedene Dinge, warum ich das Gründe, warum ich das hier sehr gerne mag. Einmal haben wir auch hier einen Arm. Und ja, auch hier ist wieder die kleine Schwäche drin, aber wesentlich weniger. Also es ist hier ein einziger Zentimeter, der zwischen 13 und 14, der hier nicht so richtig gut angezeigt wird. Damit kann ich leben. Das ist ein Format, was ich selten gebrauche. Und zur allergrößten Not messe ich mir das dann nochmal ab. Ich habe hier die verschiedenen DIN-Formate, A6, A7, A7 quer, dann habe ich A4 mir selbst eingezeichnet und A3 mir selbst eingezeichnet, und damit bin ich total good to go. Ihr habt hier noch ein nettes Muster, finde ich ganz schön. Ihr könnt in Zentimeter arbeiten, ihr könnt in Inch arbeiten, das Ganze ist in der Mitte auch nochmal aufgedruckt und unten auch nochmal aufgedruckt. Dann habt ihr hier eine Plastikschiene, die euch schon mal genau sagt, wo die Klinge entlang fahren wird. Also, wenn ich etwas ganz genau schneiden will, also später, wenn ihr es eine Weile benutzt habt, habt ihr auch hier so eine Schneiderille, das macht aber überhaupt nichts. Ihr seht exakt hier, wo diese Plastikschiene drauf liegt. Da wird euer Papier geschnitten, was immer gut ist, wenn ihr passgenau etwas ausschneiden wollt. Also genau an einer Kante entlang schneiden wollt, am Designpapier ein Motiv ausschneiden. Und so könnt ihr genau sicher sein, hier wird es geschnitten. Ich klappe das hier oben runter, drücke meine Klinge an, rolle drüber und habe einen richtig guten Cut. Um euch noch einmal zu zeigen, wie genau man mit einem Schneidbrett arbeitet, für diejenigen von euch, die das noch nie gemacht haben. Ich möchte etwas zum Beispiel genau 3 cm groß schneiden. Dann nehme ich mein Papier, lege es exakt bei 3 cm an. Ich habe hier sogar nochmal Linien, wo ich das auch nochmal genau anlegen kann. Also wir schneiden genau 3 cm. Und dann wird geschnitten, und das Stück, was ich abgeschnitten habe, ist exakt 3 cm groß. So funktionieren alle Schneidbretter in dieser Art und Weise. Ihr legt es an, wie lang euer Stück sein soll, genau bei der Größe, und schneidet es dann passgenau ab. Hier habt ihr sogar noch mal die Möglichkeit, bis zu 5 cm in die rechte Richtung zu gehen.
Das ist auch immer gerade gut. Wenn euer Papier nicht so groß ist, dann könntet ihr das hier anlegen. Mache ich teilweise sehr, sehr gerne. Ihr könnt das Ganze auch noch feststellen, wenn ihr wollt. So kann ich das ganz einfach aufklappen. Und wenn ihr hier diesen kleinen Hebel nach vorne macht, ist es fest. Und es kann nicht mehr aufklappen. Das ist besonders gut, wenn ihr das transportieren wollt. Also, für mich hat sich dieser Schneider total bewährt. Der ist sehr genau. Ich komme gut damit zurecht. Die Rollklinge ist fantastisch. Und hiermit schneide ich alle meine größeren Werke. Mein Fazit und das, was ich euch gerne mitgeben möchte. Diese beiden Schneider sind meine absoluten Alltagsfavoriten. Ich benutze sie für unterschiedliche Sachen. Einmal den kleinen Hebelschneider dafür, um schnell meine Kartenrohlinge zuzuschneiden, meine Kartenaufleger und alle kleinen Sachen, wo ich nur mal schnell etwas abschneiden will. Das geht damit unglaublich gut und flott und nimmt mir die allermeiste Arbeit ab. Ich habe einen Hebelschneider, der immer schön scharf bleibt, sodass ich auch ganz, ganz feine Stücke abschneiden kann. Wenn mal ein Aufleger wirklich einen Millimeter zu groß ist oder zu klein und dann muss ich nochmal zuschneiden, die untere Karte. Deshalb benutze ich den. Dieser Hebelschneider ist auch sehr, sehr stark, sodass ich hiermit sogar Karton schneiden kann. Auch Graupappe kann ich hiermit gut schneiden. Das funktioniert sehr, sehr gut und dafür benutze ich den. Kleine Schwäche, ich habe keine gute Zentimetereinteilung. Das heißt, alles das, was ich ganz genau machen will, das würde ich hiermit nicht machen. Das funktioniert nicht richtig gut, weil ihr hier mit Augenmaß arbeiten müsst. Ihr könntet natürlich so arbeiten wie ich mit diesen kleinen Hilfslinien. Oder ihr arbeitet in Inch, dann ist das natürlich perfekt und in Inchmaße könnt ihr auch hier sehr, sehr genau arbeiten. Für alle Dinge, die ich auf den Millimeter genau zuschneiden will, nehme ich meinen Rollschneider. Den kann ich nämlich passgenau anlegen bei 9,1 cm zum Beispiel. Kann es also auf den Millimeter genau zuschneiden. Die Rollklinge ist sehr scharf, hält super lange. Ich muss also hier überhaupt nichts wechseln. Und hiermit habe ich auch noch diesen verstellbaren Arm, dass ich große Projekte zuschneiden kann, wenn ich mal was habe, was hier auf den kleinen Schneider nicht passt. Deshalb sind diese beiden Cutter meine Alltagsfavoriten, die ich für meine Bastelarbeiten benutze. Ganz aus meinem Bastelrepertoire ist dieses Brett hier auch nicht gewandert. Das hat folgenden Grund. Die zwei Bretter, die ich euch gerade als meine Favoriten gezeigt habe, haben keine Möglichkeit zu falzen. Dieses hier ist ja ein Schneid- und Falzbrett mit einer Falzklinge. Deshalb steht es auch noch hier griffbereit, weil es gibt ab und zu Projekte, da muss ich Falzlinien anbringen, die bei 7,2 mm oder so sind. Ich habe zwar das Falzbrett, womit ich hauptsächlich arbeite und womit ich die allermeisten meiner Falzen ziehe, aber wenn ich Falzlinien habe, die eben bei 11,3 oder was auch immer bei ungeraden Zahlen sind, dann nehme ich das hier hauptsächlich zum Falzen und deshalb steht es auch noch bei mir in Reichweite. Natürlich müsst ihr für euch entscheiden, ob ihr lieber einen Rollschneider habt, aber nicht die Möglichkeit habt zu falzen und euch dann vielleicht noch sowas anschafft oder ob ihr dann doch lieber dieses hier nehmt mit den Klingen, weil ihr dann 2 in 1 habt. Kommen wir nun noch zu den Sonderlingen in der Cutter-Welt. Der sieht genauso aus wie der andere kleine von Tonic. Auch der ist von Tim Holz und nennt sich Deckeltrimmer. Und was ist an dem so besonders? Warum brauchte ich den auch noch? Der hat eine gezackte und geriffelte Klinge. Das heißt, wenn ihr mit diesem Cutter hier Papier schneidet, dann könnt ihr so eine Art Büttenrand erzeugen. Und musste ich haben. Fand ich total großartig, weil ich liebe es, wenn Papier diesen Büttenrand hat. Ich zeige euch das einmal. Ich lege das hier unten an.
Das ist so generell noch ein Tipp für Hebelschneider, den ich für mich rausgefunden habe. Vielleicht funktioniert der auch für dich. Ich arbeite selten hier oben, weil so ein Hebelschneider hat ja immer diese Hebelwirkung nach unten. Und da kann es manchmal sein, dass sich das Papier so ein bisschen verzieht, wenn man das nicht richtig gut festhält. Dem könnt ihr etwas entgegenwirken, wenn ihr von vornherein hier unten arbeitet. Dann kann das Papier nicht nach unten wegrutschen. Deshalb arbeite ich immer unten. Und ich zeige euch das mal. Die Klinge hier ist genauso scharf wie von dem anderen Schneider. Und ihr seht hier, was ihr hier für einen coolen Rand bekommt, wenn ihr damit schneidet. Ich finde das super schön und mache mir damit so meine Fake-Büttenrandkarten. Und auch hier, ich zeige euch das jetzt noch einmal, was für dünne, feine Streifen ihr auch hiermit schneiden könnt. Also das geht wirklich super gut, super scharf und ich liebe diesen krickeligen Büttenrand. Dieser Trimmer hier, braucht man den? Ganz sicherlich nicht, aber ich finde es eine richtig coole Sache. Ich arbeite gerne damit. Es gibt auch verschiedene Stanzen, die so einen Büttenrand erzeugen. Aber hiermit bin ich etwas freier und kann meine Papiere zuschneiden, wie ich das gerne möchte, in der Größe. Ich messe euch das einmal aus. Da kommen nämlich bestimmt Fragen. Ihr könnt hier Papiere anlegen bis 22 cm Länge, also es reicht nicht für ein A4-Papier, aber wie gesagt, für mich reicht es meistens aus. Ich habe selten was ich noch größer machen möchte, aber wenn ihr zum Beispiel Layouts macht, dann solltet ihr euch vielleicht überlegen, einen größeren Hebelschneider anzuschaffen, damit es für euch dann besser funktioniert. Das letzte Schneidbrett, was ich dir zeigen möchte, ist dieses ganz große Schneidbrett 556 von Dahle. Das benutze ich zum Beispiel immer dann, wenn ich große Papiere schneiden möchte. Also alles das, was über das Format DIN A3 hinausgeht, das kann ich damit schneiden. Zum Beispiel Geschenkpapierrollen kann ich da einlegen. Oder wie ihr hier seht, eine Rolle von den Packpapier. Das benutze ich sehr, sehr gerne dafür. Das kann man hier wunderbar einlegen und dann schneiden. Ich habe hier so eine Magnetschiebeleiste. Dann kann ich mir das alles wunderbar anlegen. Ihr seht auch hier einmal Inch und einmal Zentimeter. Wobei hier diese Einteilung, die Grid-Einteilung, auf jeden Fall in Zentimeter ist. Und auch hier habe ich meine Einteilung A6, A6 in die andere Richtung, A5, A4. Und damit arbeite ich sehr gerne, wenn ich großformatig arbeiten möchte. Hier ist eine Rollschneideklinge, die selbst schärfend ist. Auch die hier musste ich noch nie austauschen, die schärft sich wirklich selbst. Und das ist natürlich echt schwer, das ist aus Metall. Da habe ich auf jeden Fall immer was zu tragen, wenn ich das irgendwo hintragen möchte. Aber weil es so schwer ist und diese Rollschneideklinge so immens gut schneidet, kann ich hiermit auch wunderbar Cardboard und Graupappe und all das zuschneiden. Das macht dieser Schneider hier ohne Probleme. Und wie gesagt, ihr seht hier die Einteilung DIN A3, DIN A3 in lang, DIN A2, DIN A1, DIN A0. Ja, das heißt also, mit all den Sachen, wenn ich wirklich große Projekte schneide, auch das kommt hin und wieder vor, dann benutze ich diesen riesigen Schneider von Dahle. Ich habe euch jetzt noch einmal alle meine Trimmer aufgetürmt.
Ich hoffe, ich konnte euch einen Überblick geben, was man mit welchem Trimmer am besten machen kann, was für euch in Frage kommt oder vielleicht auch nicht. Wie gesagt, alle die, die ich hier habe, die benutze ich auch noch. Meine Favoriten, das habe ich euch erklärt, warum sie meine Favoriten sind. Und ich hoffe, ich konnte dir einen guten Eindruck geben. Und du weißt jetzt vielleicht, was für einen Trimmer du haben möchtest oder auf was du in Zukunft bei einem Kauf achten kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Mach's gut, bleib schön kreativ und wenn du Lust hast, dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Mach's gut!